Melin. Hi. Könntest du mir doch den Fuß natürlich lösen? Erzähl mir, wie ist es? Viel besser, aber nach dem Training merke ich es schon noch ein bisschen. Aber ja. Dann bewegen wir zuerst noch mal durchbewegen, nachher durchlösen. Ist das gut? Kannst du mal anlegen. Wenn du weh gehabt hast, war es wo noch? Auf der Innenseite. Auf der Innenseite, wieder da, da drauf. Ja. Wir bewegen bei der Malin am Fuß gut durchbewegen, weil sie eine Fußverletzung hatte, kurz vor der Nazi. Und die Belastung halt im Moment noch relativ hoch ist, tun wir einfach immer durch das Gelenk bewegen und die Muskulatur locker bleibt, dass es die Belastung mag tolerieren. Alessia hat ein bisschen Probleme mit dem Rücken, darum tun wir heute bei ihren Rückenmuskeln ein bisschen lockern, dass sie weniger Verspannungen hat, nachher ein bisschen aktivieren, dass es dann gut geht im Training, dass sie weniger Beschwerden hat. Ja, sehr häufig sind so ein bisschen Sprunggelenk- und Knieverletzungen, auch Werferschultern gibt es häufig. Das sind mehr so ein bisschen die traumatisch bedingten Verletzungen. Und Überlastungsbeschwerden haben wir viel auch mit Rücken, Lendenwirbelsäule, oberen Rückenproblemen. Es gibt eigentlich gar nicht so viele grosse Unterschiede. Das Einzige ist dann natürlich, am Spiel haben wir noch andere Aufgaben. Und dann halt während dem Spiel Betreuung auf der Bank. Dass wenn während dem Spiel etwas passiert, dass man die Erstbetreuung machen kann. Und sonst ist eigentlich der Tagesablauf ziemlich ähnlich. Ja, jetzt schauen wir schon, dass sie eigentlich möglichst täglich, dass jede Spielerin möglichst täglich kann kommen, um wirklich alles, was ihnen, oder um alles ein bisschen lösen, die ganzen muskulären Beschwerden, und dass sie fit sind fürs Training und dann auch für ein Match. Sie kommen eigentlich meistens eine halbe Stunde, mehr oder weniger, so wie es auch von der Beschwerde gerade ist. Wenn jemand ein bisschen mehr oder an mehreren Gelenkproblemen hat, nachher ist es auch ein bisschen länger. Und wir machen es so, dass wir immer am Abend selber, wenn wir den Plan haben vom nächsten Tag, wir über den WhatsApp-Chat schauen, wer alles will kommen. Wir planen das ein bisschen, planen, dass wir eigentlich schon den Tagesplan für am nächsten Tag haben. Und so ungefähr ein bisschen wissen, wer wann kommt. Also vor dem Spiel tun wir häufig halt tapen, noch gewisse Blockaden lösen oder gewisse Muskeln vorbereiten. Nachher machen die Spielerinnen sich bereit fürs Spiel. Und dann sind wir einfach da, eben wenn irgendetwas passiert, dass man gerade reagieren kann. Kleinere Sachen werden dann gerade neben der Bank behandelt oder taped. Je nachdem, was wir da für Möglichkeiten haben und was für eine Verletzung ist. Und grössere Sachen wird dann jemand von uns vom Medical Team dann in der Garderobe behandeln. Und nach dem Spiel sind dann eigentlich wieder die normalen Behandlungen im Hotel. Wir dann noch ein Eisbad vorbereiten für die Regeneration. Wir behandeln je nachdem etwas anders. An einem Spieltag müssen wir die Spielerinnen bestmöglich vorbereiten, dass sie wirklich fit sind für das Spiel. An einem freien Spieltag natürlich auch, aber dann nach dem Spiel geht es dann eher darum, dass so ein bisschen die Schmerzen reduziert werden können. Je nachdem, wenn am nächsten Tag auch kein Spiel ist, kann man auch mit anderen Techniken wie Dry Needling arbeiten und so weiter, die dann je nachdem nachher einen Tag Erholung brauchen, die man gerade vor dem Spiel halt nicht direkt machen kann. Und sonst am Spieltag oder auch vor den Trainings müssen wir noch ein bisschen mehr tapen. Ja, also vor dem Spiel tapen wir eben alle tapen, dass sie parat sind, wenn jemand etwas braucht, noch irgendwie Magnesium, ein Medikament, etwas mit dem Trinken, das alles vorbereiten. Auch beim Einlaufen sind wir eigentlich immer schon am Spielfeld dran, wenn irgendetwas ist, wo wir noch tapen müssen oder machen, dass wir das gerade machen können. Während dem Spiel ist immer jemand von uns auf dem Bänkli. Für die akuten Verletzungen, wo wir dann auf das Spielfeld müssen, wenn es notwendig ist. Wenn dann etwas Größeres ist am Spiel, können wir die auch mit dem ganzen Team, also mit dem Teamarzt, der noch dabei ist, in der Garderobe noch weiter behandeln. Und so, dass eigentlich immer ein Physio auf dem Bänkli ist. Genau, und nach dem Spiel geht es auch darum, dass sich alle gut erholen können. Für das haben wir auch noch ein Eisbad in der Garderobe, wo die Spielerinnen dann nach dem Spiel selbstständig ein Eisbad noch machen können. Und je nachdem mit Regenerationsshake und so Sachen machen.
Ich bin bei den Frauen seit 2018 dabei. Also ich glaube, zu jeder Physiobehandlung gehören private Gespräche auch dazu. Wir kennen einander eigentlich alle schon sehr lange, arbeiten schon lange zusammen. Und dann ist das Private ein grosser Teil und wir sind immer sehr lustig eigentlich im Physiozimmer und schwätzen auch vieles, also viele andere Sachen und nicht nur über Handball. Ich glaube, für uns ist Physio sehr wichtig und auch sehr wertvoll, weil eben, wenn man so etwas Krisen hat, dann kann man schnell hierher kommen und uns dann behandeln lassen. Und auch wenn jetzt mal etwas Größeres ist, dann findet Physio sicher immer etwas, das uns helfen kann und uns ja, gut fürs Training vorbereiten und auch für das Spiel natürlich. Ja, also in der Physio redet man immer und auch nicht nur über handballerische Sachen. Also ja, eigentlich immer lustige Gesprächsthemen hier und es ist auch so wie ein Treffpunkt für uns alle, um einfach so ein bisschen abzuschalten und über ganz andere Sachen reden. Die Hosen sind für die Regeneration da, wir brauchen die meistens nach dem Spiel. Die sind für Kompression da, sie tun meistens, es gibt verschiedene Programme, es geht die Luft rein, tut natürlich die Beine zusammendrücken und dann geht die Luft wieder raus und das machen wir meistens über eine halbe Stunde. Die Physio ist sehr wichtig für uns, natürlich vor dem Spiel für die Vorbereitung, vor allem für Tapes und nach dem Spiel auch für die Regeneration und vor allem, wenn man akut etwas hat, können sie das gut noch durchlockern. Klar ist auch Handball ein Thema in diesem Raum, aber mehrheitlich reden wir auch über private Dinge oder halt allgemein mit allen Leuten, die da drin sind, haben wir immer wieder lustig und wir sind nicht immer nur am Reden, manchmal ist es mal ein bisschen ruhig, aber wenn man redet, ist es eigentlich immer lustig und ja. Wow.